Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr habt eine Anfrage bekommen, ob ich euch mal was zeigen wollen würde. Und ich habe gesagt, na klar, warum nicht? Ja. Das geht dann nämlich auch an meinen Bruder. Von Solo, nee, so, Solmimi. Ja, da haben wir ein USB-Headset. Wartet, ich muss hier das nur. Aber diesmal etwas anders, weil ich habe ja schon mal welche vorgestellt. Ist doch nicht. Das ist aber auch rotzig hier zusammen. Aber hier ist jetzt etwas anders. Aber eigentlich auch nicht. Ich mach mal kurz so, dass ihr das sehen könnt. Ja, also will noch nicht so viel verraten. Headset. Wir machen das mal raus. So. Oh, das wäre ja Metall hier. Aber auch hier mit diesem Gummi wieder. Ja. Ich hasse die Dinger. Ich mag das nicht. Ich mag so eine Dinger nicht im Ohr haben. Die sind mir zu eng und die fallen mir immer raus. Aber die Verarbeitung sieht ganz gut aus. Ja, also die gehen ja auch an Kumpel dann. Aber hier haben wir dann noch Ersatzgummis. Also falls ihr andere Ohrgrößen habt. Hier ist das Ding zum Stellen. Auch das ist aus Metall. Hat auch einen schönen Druckpunkt. Kabel ist fest. Aber guckt mal hier. Das ist kein USB-A. Das ist ein USB-C. Ich hole mal mein Handy hier. So. Und wenn ich jetzt hier an mein USB-C das anschließe, so. Und dann gehen wir mal, Moment, muss ich mich verbinden oder bin ich verbunden? Kanal. Ein Video von mir und jetzt nicht wegen Dunkeläther oder so. Nehme ich mal. Später. Ich nehme mal mein Holy-Video. Das wird oben gleich angezeigt. So. Wie ihr hört, hört ihr nichts. Ja, es darf extrem laut werden. So. Ja, wartet mal. Ich nehme jetzt mein Mikrofon. Jetzt habe ich weiter gedrückt. Nur aus Versehen rangekommen. Hört ihr das? Ja, es funktioniert. Nämlich für euer Handy nehmen. Natürlich könnt ihr das auch für einen PC nehmen, ist ganz klar, aber ihr könnt es ganz normal am Handy anschließen und habt dann ein kabelgebundenes Headset. Ja? Wenn wir hier mal Pause drücken, ich muss mal heller machen, ich sehe hier kaum was, ey. So. Ich habe auch Dolby an. So. Seht ihr auch hier so ein Kopfhörersymbol. Ich mache nochmal lauter. So. So, wenn ich hier rauf gehe, habe ich hier meine ganzen. Ich habe ja schon die neue Oberfläche habe ich ja schon von Xiaomi. So, und da habe ich dann Alarmtöne, Weckertöne. Ja. Ich das jetzt so mache. Seht ihr das?
kann man sich das dann hier einstellen, wie man möchte. Jetzt stecke ich es wieder rein. So, und dann verschwindet jetzt die Note und ist ein Kopfhörersymbol. So. Jetzt höre ich mal, muss ich erstmal hier abmachen, wie die Qualität ist. Muss jetzt mal gucken, wo rechts und wo links ist hier. Ja, das ist doof, das steht hier nicht drauf. Doch, an der Seite steht es drauf. Vorne. So. Also ohne Dolby hört es sich definitiv besser an. Ah, Tuplay schreibt. Grüße gehen raus an Tuplay. Und Original ist Original. Jetzt höre ich gerade nichts. Ah, jetzt. Rock. Ja, dann könnt ihr das auch so. Können wir auch Tasten zuweisen. Also praktisch, der erkennt auch gleich, dass wir Tasten haben. Und können halt hier sagen, also ich muss die Taste drücken. Moment, wo immer das Ding. So, wenn ich jetzt hier die Taste, was ist denn das? Oberste Taste drücke. So, seht ihr das? Ja. Auswählen. Taste zuweisen. Ja. Wenn ich jetzt hier zuweisen die Taste auswählen. Wir können auch jetzt hier sagen, können wir auch umkehren. So. Ja, da war der Akku alle. Ja, kann man hier die Tasten dann halt zuweisen. So. Also kann man einen einstellen. Der Ton ist okay. Das bringt mich durcheinander, wenn ich mich selber höre. Der Ton ist okay. Für so ein kleines Headset. Ja. Es ist halt natürlich nicht jetzt kein Dolby Surround Headset mit ordentlich Power oder so. Es ist ein kleines Headset, aber dafür ziemlich laut. Also es geht ziemlich laut, habe ich gerade festgestellt. So. Das mal wieder hier rumwickeln. So. Verarbeitung ist gut. Sieht auch gut aus. Ist komplett alles Metall. Auch das Ding ist hier kein billiger Plastikschrott oder so. Das ist Metall. Die sind auch aus Metall. Ja, aber ich mag In-Ears nicht. Ich mag sie nicht. Ja, USB-C, auch hier ist aus Metall. Der Ton ist okay. Ton ist aber immer was Subjektives. Also, das ist halt schwer zu sagen. Also, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Das ist... Leider gibt es da halt keinen Standardwert, weil, wie gesagt, jeder mag es irgendwie anders. Und jeder hat auch ein anderes Tonempfinden. Ob zu laut, zu leise oder was weiß ich ist. Das ist leider so, dass man da halt nichts genauer sagen kann. Deswegen, ich muss das nochmal neu machen. Machen wir nochmal drei Finger breit jetzt.
Aber es ist okay, es hört sich gut an. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund von In-Ears. Ich mag lieber so die alten, so wie beim Gameboy oder beim Walkman damals. Kennt auch keiner mehr Walkman, denke ich mal. Also die meisten kennen keinen Walkman mehr. Die Jugend heute sowieso nicht. Auch wenn ich das sage, wie sich das anhört, die Jugend. Das soll jetzt nicht negativ sein, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich mal sage, sowas sage wie ein Satz, so ein Satz wie die Jugend. Weil, ja, die Jugend. Damals, Walkman-Zeiten noch, ja. Und jetzt sagt man selber so einen Satz, die Jugend. Hätte ich damals nie gedacht. Aber irgendwann wird man halt alt. Jetzt mittlerweile, dieses Jahr werde ich 43. Ja. Zeit vergeht immer schneller. Kinder werden immer schneller groß. Also meine Kinder halt. Kinder allgemein. Ich habe ja schon mal was von Solmimi. Ich hatte damals USB-Adapter, USB-Verlängerung. Was hatte ich denn noch von denen? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich kann ja mal bei Amazon gucken. Dann kann ich euch das ganz genau sagen. Ich glaube, es war bei USB. Dann darauf. Mein Profil. Meine Bestellungen. Hier ist meine Wunschliste. So, hier sind meine Bestellungen. Da suchen wir jetzt einfach mal. So. Findet er nicht. Machen wir mal. Achso, der hat da noch mehr drin. Soll. Mi. So. Ach, Klinkenadapter hatte ich von denen auch. Genau. Ach, und ich hatte mir das damals selber auch gekauft, aber halt hier das Grüne mit USB für den PC und dann halt mit richtigen Kopfhörern, ja? Also nicht diese In-Ear-Dingsbums. So, gucken wir mal, was sie hier noch haben. Vielleicht fällt mir noch mehr ein. Aber ja, die Grünen, genau, die habe ich auch. Da, die habe ich auch. Und die hatte ich mir auch geholt. Auch in Grau mit Schwarzgrau hinten. Aber die waren normal USB 3.0. Nicht 3.1 und nicht die Highspeed-Teile. Ganz normal 3.0 waren die. Aber das ist schon eine Weile her, wo ich die geholt habe. Ja. Jedenfalls werde ich euch das in die Beschreibung packen. Den Link. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich würde mich denn für heute verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video, Livestream, Hangout, angezockt oder so wieder, hoffe ich. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.